Hallo. Und noch im Wohnwagen. Hallo. Guten Tag und alle, an alle, die hier sind und die vorbeilaufen. Habt ihr euch schon mal überlegt, was ist, wenn hier Krieg wäre? Wiegt ihr euch in Sicherheit? Wenn man den Medien sein Ohr oder Augen leiht, dem wird zurzeit nur Kriegshetzer dargeboten. Egal, ob im Fernsehen, Radio, in der Zeitung oder der Weltpresse. Macht euch bewusst, dass dieses Treiben bzw. Meldungen Vorbereitungen für einen neuen Weltkrieg sind. Diese Art von Meldungen und Nachrichten haben schon zum Zweiten Weltkrieg geführt. Werdet endlich wach. Erkennet die Zeichen der Zeit. Ignoriert es nicht einfach und denkt, es wird schon gut gehen. Die Regierung wird dafür sorgen. Merkt ihr immer noch nicht, wie ihr immer mehr und mehr versklavt werdet? Die Gebühren, Steuer, Lebenshaltungskosten werden immer mehr. Warum wurden die Frauen in Arbeitsleben integriert? Sie sind die Stütze der Familie. Wollt ihr die Erziehung eurer Kinder dem Staat überlassen? Wo sollen sie Liebe und Geborgenheit lernen, wenn nicht im Elternhaus? Sie werden schon in der Kindheit manipuliert, dass sie später staatsgefällig funktionieren. Wollt ihr, dass eure Kinder in jungen Jahren nicht erfahren, was Liebe ist und Gefühle sind? Ein guter Sklave, der bei allen Belastungen das Gefühl hat, frei zu sein? Wie lange wollt ihr euch noch manipulieren lassen? Schmeißt den Fernseher aus der Wohnung. Schaltet ihn nicht mehr ein. Kauft keine Zeitung, Illustrierte oder Magazine. Lebt eure Wahrheit. Und nicht die vorgegebenen aus den Mainstream-Medien und der Werbung. Wie oft wird euch dort gesagt, was ihr alles braucht und haben müsst, um in zu sein, um dazu zu gehören? Fragt euch, euer Herz oder eure Seele, was ihr wirklich braucht. Und ihr werdet erstaunt sein, mit wie viel weniger ihr auskommt, als euch anderswo suggeriert wird. Kauft nur noch das, was ihr wirklich braucht. Oder versucht zu tauschen. Lebt die Gemeinschaft, denn wir sind alle eins. Lebt bewusst, lasst euch nicht durch Hass, Gier, Neid und Macht von eurem Ego leiten. Werdet euch bewusst, dass wir alle eins sind und miteinander verbunden. Somit hat der Satz, jeder für sich, Gott für uns alle, keine Gültigkeit mehr. Macht euch bewusst, wo ihr eure Aufmerksamkeit hingibt. Denn wo eure Aufmerksamkeit hingeht, geht auch eure Energie hin. Das heißt, bei Meldungen mit Kriegspropaganda oder Schüren der Ängste wird der Ballon immer größer im Kollektiv. Und ihr merkt es nicht, dass ihr durch dieses Treiben mit eurer Energie diese Szenarien nährt. Überlegt euch, was ihr wirklich wollt, ohne in die Falle zu laufen, immer mehr, immer weiter, immer höher. Diese Strukturen gehen langsam dem Ende zu, weil sie ausgepowert sind. Je länger es noch dauert, umso katastrophaler wird das Ende. Ich möchte hier nicht schwarz malen, aber die Geschichte hat uns gelehrt. Betrachtet die Römer, die Griechen, die Babylonier, die Atlanter. Sie endeten alle mit denselben Symptomen, was man auch als Größenwahn bezeichnen könnte. Blickt euch in der Welt um, wie diese Symptome heute um sich greifen. Im Übrigen bin ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Gebietet Einhalt, geht nicht mehr zur Wahl, vertretet eure Interessen selber, schließt euch zusammen. Ihr habt sowieso keine Lobby in der Regierung, Bundestag und so weiter. Ist euch noch nicht aufgefallen, dass ihr keine Wahl habt, auch bei der Wahl? Der Staat bzw. die Regierenden sollen dem Volke dienen und nicht das Volk dem Staat. Wo werden noch eure Interessen vertreten? Wäret wach, kommt zu euch aus eurer Erstarrung. Wäret hellhörig, wenn ihr schon lest. Lest zwischen den Zeilen, welche Bedeutung oder Botschaft die Meldung wirklich hat. Deshalb ist die Mahnwache für Frieden wichtig.
und sagt nicht, der Einzelne kann nichts erreichen. Wenn das jeder sagt, werden die Daumenschrauben immer weiter angezogen, bis die Schmerzgrenze erreicht ist und ihr euch wirklich nicht mehr bewegen könnt. Wenn ihr wirklich Frieden wollt, kommt montags hierher mit eurer Energie. Zeigt euch, dass auch ihr Frieden wollt. Oder wollt ihr eure Energie für Falschmeldungen und Kriegssätze hergeben und dieser Ballon immer größer wird, von eurer Energie genährt? Wenn ihr jetzt keine Zeit habt für den Frieden, bekommt ihr auch keine Zeit mehr gelassen, wenn Krieg ist im eigenen Land. Ihr sagt, Krieg ist schrecklich. Ihr nährt diese Richtung mit eurer Aufmerksamkeit und Energie. Aber fangt im Kleinen an mit dem Frieden. In der Familie, mit euren Kindern, den Nachbarn, den Arbeitskollegen und Mitmenschen. Wenn ihr dort im Frieden lebt und in eurem Herzen, wird das auch im Großen sichtbar werden und geschehen. Und nochmals, wenn ihr meint, ihr hättet keine Zeit für den Frieden und ihr seid dafür, so bitte ich euch, verweilt einige Zeit hier. Bleibt stehen, geht in euch, sucht dort den Frieden. In dieser Zeit, wo ihr eure Aufmerksamkeit und Energie für den Frieden gibt, ihr braucht nur so lange zu stehen, bis ihr den Frieden in euch gefunden habt. Wie im Innern, so im Außen. Danke für die Aufmerksamkeit.